Before I'm too investing, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Before I'm too investing, you should take it easy. Maybe we could test this and work. Hallo und willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Anna. Und ich dachte, heute nehme ich euch ein bisschen mit durch den Tag als ja neue Mama mit Neugeborenem. Und zwar so ein bisschen den Alltag. Also so ein, ja, Get It All Done, wie es jetzt heißt. Einfach mit ja, Putzroutine und unseren neuen Routinen für den Alltag und den Haushalt, die Kinder sozusagen. Und was ich so ein bisschen verändere, wie ich es mir leichter mache. Also wie ich auch Rücksicht nehme auf unseren Neuzugang sozusagen, unser Baby. Der Tag hat damit schon gestartet, dass ich die Kinder in den Kindergarten und Schule gebracht habe. Und den Rest davor, also die Kinder fertig machen, das macht dankenswerterweise mein Mann. Da ist es einfach praktischer, wenn man sich aufteilt. Was ich aber auch noch gemacht habe, ist bei der Gelegenheit, ich habe unseren Kartonlagerraum im Keller wieder mal ausgeräumt und habe das gleich mit reingegeben ins Auto. Es wird immer schwieriger, wenn man viele Kinder transportiert, dass da auch noch ein bisschen Lagerraum ist. Aber auf jeden Fall, das habe ich schon einmal zu unserem ja, Recyclinghof gebracht. Und am Weg retour war ich beim DM. Das heißt, zwei Sachen schon erledigt oder drei fliegen mit einer Klappe. Das erste, was ich jetzt ein bisschen angepasst habe, ist, ich versuche, wenn möglich, nur einmal das Haus zu verlassen morgens. Ich nutze da die Wachphase von Quentin, von unserem Jüngsten, und damit er da nicht zu sehr aufgeweckt wird und von Maxi-Cosi raus reingepackt wird und so weiter. Und wenn er jetzt schläft, dann ist der Haushalt mal dran. Das sind ein paar Impressionen so von unserem Haus, wie es eigentlich jeden Tag dann aussieht. Also nicht besonders unaufgeräumt, aber eben überall liegt etwas rum. Es ist einfach auch schmutzig, es wird schnell schmutzig. Also ich bin am flexibelsten, wenn ich Quentin immer bei mir habe. Er ist gerne im Tragetuch, ich trage ihn gerne. Ja, zuerst habe ich erstmal mich ein bisschen gestärkt und dann ging es mal los mit Putzen. Was ich persönlich versuche sauber zu halten, das sind unsere Arbeitsflächen in der Küche. Vor allem die da vorne, das sind nämlich so die geborenen Ablageflächen für alles und jedes. Und wenn ich die nicht täglich irgendwie ein bisschen entmüllen würde, dann würde jeder noch mehr dazulegen. Und ja, dann wird immer ein Chaos herrschen, zumindest fürs Auge sozusagen. Und dabei helfen mir diese ganzen kleinen Aufbewahrungskörbe. Da habe ich hier ein Stehen im Wohnzimmer. Die Kinder haben ihre Sachen in einer geschlossenen Spielzeugkiste verstaut. Das sorgt auch so ein bisschen für mehr visuelle Ordnung. Und auch im Vorzimmer, also da, wo die Kinder aufräumen sollen oder ihre Sachen einräumen sollen, da helfen uns diese Körbe. Das ist für sie einfacher, als ihre Sachen irgendwie zu falten und in Schränke einzuräumen oder so. Einfach reingeworfen, im Korb drinnen ist ein bisschen unordentlich, aber das ist egal, das sieht man nicht. Und nachdem das Ganze täglich verwendet wird, ist es auch nicht schlimm, wenn das einfach durcheinander liegt, weil es eben rein und rausgezogen wird ständig. Ja, das sind so meine kleinen Tipps, wie es einfacher geht, dass es so vom ersten Blick immer ordentlich aussieht, wenn man das eben in Körben aufbewahrt mit Kindern im Haus. Und dann habe ich die Küche noch ein bisschen aufgeräumt, also den Geschirrspüler eingeräumt vom Frühstück und ja, den Tisch abgewischt. Dann ging es mit dem Wohnzimmer weiter. Auch im Wohnzimmer bei uns ist es so, dass wir das eigentlich jeden Abend aufräumen, zusammen mit den Kindern, wenn sie Fernsehen. Und das hier, das ist einfach nur das, was die Kinder schon, womit die Kinder spielen, bevor sie das Haus verlassen morgens. Ja, da räumen sie auch einiges aus und da habe ich aber jetzt keine Zeit, jetzt seit Baby Nummer 5, dass ich da irgendwie das noch parallel mache, während ich die Kinder fertig mache oder sie sich auch fertig machen, dass wir da noch irgendwas aufräumen. Deswegen, das Haus sieht immer ein bisschen chaotisch aus, wenn wir es verlassen. Aber es ist dann auch relativ schnell wieder alles aufgeräumt. Und zum Schluss habe ich auch noch ein bisschen Staub gewischt, weil wenn ich sehe, das ist schon notwendig, das mache ich dann nach Bedarf. Dann packe ich meinen Staubwedel aus. An den meisten Tagen sind bei uns hier die Saug- und Wischroboter unterwegs. Heute mache ich das aber händisch, hin und wieder muss das sein. Und heute habe ich ein bisschen Zeit und habe gedacht, also immer wenn ich weiß, es muss mal gemacht werden in den ganzen Ecken, wo die Roboter nicht hinkommen, unter den Sofas und so weiter. Dafür habe ich seit ungefähr einem halben Jahr auch noch einen sehr praktischen Helfer, nämlich einen elektrischen Saug- und Wischkombi-Gerät. Und zwar den Ultenic AC1 Elite.
Und ja, das besonders Praktische daran ist, man muss eben nicht sich bücken und auch nicht das Wasser wechseln. Das heißt, das macht er alles automatisch und man muss ihn nur vor sich herschieben. Er hat einen Antrieb, also das heißt, man muss eigentlich nur hinterherlaufen, er macht alles selbst. Gerade mit Tragetuch ist das eben so praktisch. Also Tragetuch, ich bin zwar ein großer Fan davon, man hat die Hände frei, ist flexibel und so weiter. Aber ja, das Bücken geht nicht so gut. Also wenn ich runtergehe, dann gehe ich meistens in die Hocke, weil sonst wacht das Baby auf, man muss auch den Kopf stützen sonst. Und das ist eben das Praktische, der macht alles alleine und man geht einfach nur aufrecht hinterher und von dem Geräusch schlafen die Babys noch besser. Auf jeden Fall der Oltenik AC1 Elite, da gibt man nur das Wasser rein mit ein bisschen Putzmittel. Ja, dann kehrt er alles auf, also man muss nicht im Vorhinein irgendwie saugen oder kehren und der wird auch mit dem richtig groben Schmutz fertig. Er hat 3 Saugmodi, also den Automodus, das heißt, wenn er merkt, es ist mehr Schmutz oder mehr Wasser oder so am Boden, dann schaltet er automatisch hoch, aber ansonsten kann auch den Maximalmodus, also da verwendet er mehr Wasser und hat mehr Saugleistung, einschalten oder auch nur den Wasser-auf-Saugmodus, also das heißt, wo er nur das Wasser wegsaugt, ohne selbst zu versprühen. Und er hat eine sehr lange Laufzeit, das heißt, also für unsere 100 Quadratmeter im Erdgeschoss kommt er gut mit einer Akkuladung zurecht, also 50 Minuten Laufzeit hat er und auch der Wassertank ist praktisch, wenn ich einmal hier wische, muss ich einmal das saubere Wasser einmal nachfüllen und zum Schluss ist meistens der Schmutzwassertank auch voll und wenn man das Wasser dann ausleert, dann merkt man, wie schmutzig das wirklich teilweise ist, ohne dass man es merkt. Und den Rest macht er dann aber auch selbst. Also ich stelle ihn dann einfach in die Station zurück und dann reinigt er die Bürste selbst und trocknet sie dann auch selbst. Also das heißt, er macht wirklich fast alles selbst. Ja, und mit der Saug- und Wischleistung bin ich sehr, sehr zufrieden. Selbst bei uns, ja, wo die Kinder sehr viel schmutzig machen, wo es gerade im Vorzimmer auch rifflige Fliesen gibt bei uns, die hell sind und die richtig schwer zu putzen sind. Damit wird er fertig. Und was mir auch gefällt, also das ist auch ein Problem, das ich habe mit meinem händischen Wischer, wenn ich wirklich den alten händischen verwende, dann bleiben so Fussel zurück, teilweise auf diesen hellen Fliesen. Das kann er eben auch, dadurch, dass es so gründlich aufsaugt. Es ist eigentlich gründlicher, als wenn man es händisch macht. Wenn ihr euch so ein Gerät überlegt zuzulegen, dann kann ich den Oltenik AC1 Elite wirklich euch ans Herz legen. Und wenn ihr euch den anschauen wollt, dann lasse ich alle Details und den Link in der Videobeschreibung. Das sind so die 2 andere, quasi meine Hacks, die mir helfen, eben bei der Hausarbeit. Und zwar das eine ist die ganzen modernen Haushaltsgeräte, also die motorisierten Haushaltshelfer, ob es jetzt Roboter sind oder eben auch dieser Bodenwischer, der ist einfach wirklich super, wenn man ein Baby hat, dass man viel trägt. Und das zweite ist eben das Tragetuch, weil ja, ich finde das einfach eine super Erfindung, damit man nicht ja, den halben Vormittag mit dem Baby im Arm kuschelnd sitzt und dann aber irgendwie gar nichts anderes zustande bringt, sondern man kann kuscheln und gleichzeitig auch was erledigen. Und ich glaube, wenn Quentin nur im Bett schlafen würde, weiß nicht, ob er das machen würde. Unsere Babys waren immer alles Tragebabys, bei ihm habe ich das gar nicht ausprobiert. Aber dann würde ich ihn, glaube ich, auch vermissen, wenn ich ihn mal 3 Stunden nicht bei mir hätte. Und ja, so finde ich das eine ganz gute Kombination. Was ich übrigens auch ganz gut finde an diesem Wischer, ist, dass man nicht die Stühle hochstellen muss beim Tisch, sondern er hat die Wassermenge, die ausreicht, um das sauber zu machen, aber nicht so nass, dass dann die Möbel Schlieren hinterlassen würden, wenn man es wieder zurückstellt. Wenn ich dann schon mal nicht den Roboter putzen lasse, sondern so ein Gerät nehme, dann versuche ich auch ein bisschen die Möbel zu verrücken und hinter oder unter den Möbeln zu putzen, damit es dann auch gründlich sauber wird. Bei unserem großen Sofa geht es nicht, das ist zu schwer, aber da kommt auch der Roboter drunter. Also das macht dann er. Und ja, was ich auch jetzt noch erwähnen möchte, ist der Trockner, der ist auch wirklich Gold wert. Ich habe jetzt schon keine Gewissensbisse, dass ich wirklich alles in den Trockner packe, weil ich einfach die Zeit nicht habe, das Ganze aufzuhängen und abzuhängen. Es ist so ein Berg Wäsche jetzt gerade auch mit Neugeborenen. Dann freue ich mich darüber, dass mir das eben abgenommen wird. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ich mache dann auch nicht so viel. Ich mache irgendwie eine extra Aufgabe am Tag. An dem Tag waren es sogar 2. Eben das eine ist den Kartonmüll, das zweite war den Boden mal gründlich sauber machen. Aber wie gesagt, nur 1 am Tag und dann ja, bleibt auch noch Zeit für anderes. Und ja, somit waren wir dann auch schon fertig mit meiner To-Do-Liste sozusagen.
Und ich habe dann zusammen mit meinem Mann, der von zu Hause aus arbeitet, Mittag gegessen. Den Geschirrspüler, den muss ich dann noch ausräumen. Ich habe nämlich vorher gar nicht gestartet, sondern erst ein bisschen Verspätung jetzt, wo es so sonnig ist draußen. Das ist so ein bisschen eine neue Neuerung in meiner Putzroutine, die jetzt aber nichts mit dem Baby zu tun hat, sondern einfach nur, dass es jetzt schon ja draußen öfter sonnig und warm ist und wir wieder mehr Strom generieren über die Solaranlage. Und ja, jetzt versuche ich das, die ganzen Haushaltsgeräte tagsüber laufen zu lassen, nicht gleich morgens. Und die Waschmaschine ist übrigens deswegen auch nicht fertig. Da werde ich erst dann später dann den Trockner anmachen, damit das alles möglichst über Mittag passiert oder so, dass dann ein bisschen Strom spart. Was ich noch machen werde, ist die Wäsche verteilen auf die Zimmer. Das ist jetzt auch so ein bisschen was sich geändert hat. Bisher habe ich immer am Abend Wäsche gefaltet. Jetzt mache ich das irgendwann zwischendurch, wann es gerade passt. Manchmal übrigens, das ist auch, finde ich, etwas, was man machen kann, wenn das Baby wach ist. Also wenn er gerade fröhlich und glücklich ist und irgendwie irgendwas zum Anschauen hat und bei mir in der Nähe ist und ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten kann, dann geht das manchmal auch ganz gut, dass ich nebenbei ein bisschen Wäsche falten kann. Manchmal geht es auch abends, je nachdem, ob ich nicht zu müde bin. Manchmal schlafe ich auch mit ihm mit ein. Und ja, also das ist noch der Wäschekorb von gestern, das werde ich dann noch verteilen. Und ja, die Jungs, die sind auch noch nicht, also unser Zweijähriger, der räumt auch noch nicht immer seine Wäsche in den Schrank. Aber ich muss sagen, so insgesamt, also mit so diesen paar Änderungen komme ich ganz gut zurecht mit dem Haushalt, wobei jetzt ist es auch noch kein großes Problem, jetzt schläft er noch so viel. Aber heute zum Beispiel, da habe ich ein bisschen mehr gemacht als die Standardsachen. Das mache ich bewusst so. Also morgen zum Beispiel und übermorgen, da treffe ich mich mit Freundinnen. Die eine, die das Baby ziemlich zeitgleich mit mir bekommen hat, da werde ich das erste Mal jetzt zum Beispiel kennenlernen. Oder die zwei werden sich gegenseitig kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe das so ein bisschen aufgeteilt. Manche Tage, da widme ich mich verstärkt im Haushalt. Manche, da mache ich wirklich nur morgens und abends so ein bisschen eine Power. Halbe Stunde oder Stunde, je nachdem. Und dann bin ich mehr unterwegs oder habe andere Sachen zu tun. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag, den ganzen Vormittag nur den Haushalt mache. Und ich mache das auch verstärkt dann, wenn die Kinder nicht da sind. Dann weiß ich, ich habe noch ein bisschen nachher Zeit. Also heute haben sie einen langen Kindergarten- und Schultag und kommen erst nach dem Mittagessen. Dann weiß ich, vormittags kann ich da mehr machen und dann habe ich trotzdem noch ein Stündchen oder so Zeit für andere Sachen oder auch um mich zu erholen. Spannend wird es dann aber, wenn dann die Gartensaison wirklich komplett ausgebrochen ist. Also auch jetzt ist es so, wir haben schon angefangen, ein bisschen Rückschnitt und so weiter. Vielleicht zeige ich das in einem der nächsten Videos. Also es ist wirklich noch viel zu tun. Ja, jetzt wo das Gras wieder wächst und so weiter, da geht da auch einiges an Zeit drauf. Wir haben einen großen Garten und die Kinder bespielen ihn fleißig. Das heißt, überall liegen Stöcke herum. Für mich ist das mehr die Herausforderung, so ein bisschen den Garten in Schuss zu halten, weil ja, ich auch gerne zu Hause bin und mich ums Haus kümmere. Und gartentechnisch bin ich jetzt nicht so interessiert einfach. Ja, da werde ich mich dann in den nächsten Tagen mehr an dem widmen. Wäsche falten, das machen ja manche Leute auch nicht. Das könnte man auch noch in quasi sich sparen und das Ganze einfach in Körben lagern. Aber so weit bin ich einfach mental noch nicht. Noch geht's. Und ja, mir ist das einfach wichtig, dass die Wäsche ein bisschen schön gefaltet ist. Was ich allerdings noch mehr plane, ist, dass ich die Kinder noch mehr einbeziehe. Jetzt, wo das Baby da ist, brauche ich auch ein bisschen mehr Unterstützung und sie helfen mir meistens auch gern. Dann war Quentin wach und wir haben mal gemeinsam mit ihm das Haus erkundet. Der schaut sich gern bunte Sachen an. Was ich übrigens auch jetzt vor kurzem gemacht habe, ist mir neue Kleidung kaufen. Da zeige ich euch jetzt auch noch, ja, was da so dabei war für mich. Weil ja, es ist irgendwie so, ich habe den ganzen Schrank voll, aber nichts passt mir. Also die Schwangerschaftssachen möchte ich irgendwie nicht mehr tragen. Ja, dann habe ich mir ein paar Stillshirts jetzt letztens online gekauft. Die haben aber nicht so gut gepasst für mich. Ja, jetzt versuche ich hier mein Glück. Auf jeden Fall brauche ich ein paar Oberteile aktuell, weil in meine alten Sachen passe ich auch noch nicht rein. Bloß zusätzlich, ja, soll es auch etwas sein, womit ich Quentin leicht stillen kann. Vielleicht irgendwie was Frühlingliches. Ein paar muss ich auch aussortieren. Und ich habe gedacht, ich füge hier noch einen kleinen Haul ein. Ich war nur kurz unterwegs und zwar mit Baby umgeschnallt und Tragetuch, deswegen habe ich nichts davon probiert. Und das werde ich jetzt machen, weil wenn mir diverse Sachen oder einiges nicht passt oder so, dann kann ich das noch zurückgeben, bevor ich die Kassenzettel verliere. Und zwar habe ich da so 4 stilfreundliche Oberteile genommen, die ein bisschen weiter sind. Mal schauen, vielleicht sind die mir zu weit, das ist das Problem. Da muss ich mal schauen. Und dann noch eine Hose, eine Leggings, ein
ja, Standard-T-Shirt, eine Mütze, weil die ich hatte, habe ich verloren. Und dann, die waren im Angebot, zwei Kindermützen, eine für Quentin, für die nächste Größe. Insgesamt habe ich dafür jetzt 130 Euro ausgegeben, finde ich recht viel, aber die Qualität ist ganz gut und ich war nur lokal einkaufen, das heißt, bin nicht weit gefahren, um irgendwie nach dem günstigsten Angebot zu suchen. Aber trotzdem, also ich finde, dafür ist es eigentlich wenig. Also, das ist das Kleid, das ist jetzt nicht unbedingt so Figur schmeichelt ja, aktuell, aber ich werde es behalten, ich finde es voll gemütlich und ja, also vielleicht passt es mir in ein paar Monaten dann auch besser. Ja, da bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht mit Gürtel oder so, also ich weiß nicht, der Trend, dass die Oberteile so weit und so gerade geschnitten sind, das finde ich, das sieht an mir überhaupt nicht gut aus. Ja, das sieht dann irgendwie so, ja, so rechteckig aus mit Box. Die Kinder müssten gleich kommen mit meinem Mann und ja, ich mache einen Spaziergang durch den eigenen Garten. Wollte auch ein bisschen frische Luft schnappen, aber zum richtig Spazieren war es schon zu spät. Also ich wollte die Kinder nicht verpassen und das ist auch ganz nett und vor allem dann schläft auch Quentin immer gut ein, wenn er gerade so am Einschlafen ist. Ja, dann war mein Mann mit den Kindern zurück aus Kindergarten und Schule. Kira hat einen Test mitgebracht, den haben wir uns auch zusammen angeschaut. Und die älteren beiden sind reingegangen und die jüngeren beiden, die Jungs, die wollten noch ein bisschen draußen spielen. Und ich möchte uns, also den Kindern und mir auch, einen erfrischenden Nachmittagssnack machen. Und zwar ein Smoothie, einen ein bisschen exotischen mit Mango, weil da haben wir noch einiges in der Tiefkühltruhe. Ein klein bisschen Vanilleeis noch dazu, jetzt irgendwie um den Frühling ein bisschen zu feiern. Ja, ich habe auch so Lust drauf. Ich snacke ja relativ viel, jetzt wo ich stille, habe ich auch irgendwie wirklich mehr Hunger und versuche das jetzt ein bisschen so gesünder zu machen. Ich habe ein paar Fragen bekommen dazu, was ich denn so mache, also ganz ohne Zucker oder fettfrei oder so sind die Snacks nicht, aber ich versuche ein bisschen mehr natürliche Zutaten einfach zu verwenden, ein bisschen was selbst zu machen, anstatt nur zu kaufen bei der Schoko, da greife ich jetzt nicht zu der Vollmilchnuss, das ist meine Lieblingsschokolade, sondern zu der Zartbitter, da isst man meistens auch nicht so die Riesenmengen davon. Also hier sieht man unsere Vorräte an Süßkram, da haben wir Rosinen, Trockenpflaumen, Nüsse und ja, riesenpackenden Studentenfutter, getrocknete Cranberries, Popcorn, alles, was nicht ganz so wahnsinnig süß ist. Es gibt jetzt wahnsinnig viele Rezepte, was man machen kann, wenn man den Haushaltszucker weglässt, ja, oder auch das Fett weglässt. Da gibt es dann Sachen mit Kokosöl, mit Mandelmus, mit Dattelsirup und so weiter. Ich war einmal jetzt die Tage einkaufen im Reformladen. Das meiste gibt es auch bei DM von diesen Sachen. Ich habe mir ein paar solche Zutaten besorgt und ja, in den letzten Tagen auch ein paar Sachen ausprobiert, die auch wirklich sehr lecker geworden sind. Und ja, was ich da gemacht habe, das füge ich euch an der Stelle auch noch ein. Und unser Smoothie, der bestand an dem Tag aus tiefgekühlten Mangostückchen, die ich ein bisschen habe auftauen lassen. Dazu kamen dann noch zwei Bananen, eine reife Birne und zwei Schöpfchen Vanilleeis. Der war dann so ein bisschen halb gefroren, sehr lecker. So, upsi, nicht so viel, weil sonst reicht es nicht für alle. Nico, magst du auch einen Smoothie? Ja. Das ist Papas. Das könnte Papas werden, ja. Ja. Und unsere Kinder lieben Smoothie eigentlich in allen Variationen. Und das nächste, das ich ausprobiert habe, neu waren Kürbis-Schokokekse. Die fand nicht nur ich, sondern auch wirklich die Kinder total lecker und haben gesagt, sie wollen sie unbedingt nochmal essen. Ich hoffe, ich finde nochmal Kürbis. Den hier hatte ich eingefroren, das war Hokkaido und der wird püriert und dazu kommt dann dunkle gehackte Kuvertüre, ein bisschen Kokosöl, Dattelsirup, Haferflocken und ja, Backpulver und ein bisschen Zimt. Also kommt ganz ohne Zucker aus, ist auch wirklich nicht so süß, aber wirklich sehr, sehr lecker mit dieser halb geschmolzenen Schokolade drinnen. Die müssen wir unbedingt nochmal machen, weil die waren dann innerhalb von einem Tag weg, das erste Mal, dass ich sie probiert habe. Und das habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Das sind solche Amarantriegel. Die habe ich letztes Mal das erste Mal ausprobiert und mit Erdnussbutter statt Mandelmus, wie im Rezept war. Und das war auch super lecker. Jetzt werde ich einfach die doppelte Menge machen, denn wir haben sie schon verputzt alle. Und ich mache die Hälfte wieder mit Erdnussbutter, weil es einfach gut war. Aber in der Zwischenzeit habe ich auch Mandelmus gekauft, also haben wir dann den Vergleich. Ja, und das ist wirklich ein 5-Minuten-Rezept. Also zu einer Tasse gepufften Amaranth kommt noch ein Löffel Chiasamen, zwei Löffel, glaube ich, Kokosöl und etwas Dattelsirup. Also die genauen Rezepte, die lasse ich euch in der Videobeschreibung. Und dann wird das Ganze tiefgekühlt gelagert.
Also zunächst einmal ein bisschen kalt werden lassen und dann in Riegel schneiden, und so wird es auch aufbewahrt, denn wenn man es draußen lässt, dann wird es wieder weich sozusagen, aber ansonsten hat es die Form eines Müsli-Riegels. Ich esse das super gern, zwischendurch nehme ich mir mal immer wieder einen aus dem Tiefkühler. Übrigens, mein Favorit sind nach wie vor die mit Erdnussbutter, weil sie so ein bisschen dieses Salzige auch noch drin haben. Die mit Mandelmus, die sind ein bisschen neutraler und süßer, die essen die Kinder am liebsten. Und ja, auch noch zwei weitere sehr einfache und gesunde und leckere Snacks, die wir jetzt öfter mal wieder essen. Das sind zum einen gebratene Äpfel, also da plane ich ungefähr pro Person einen Apfel ein, und die werden dann einfach geschnitten und in Butter angebraten bei niedriger Hitze mit ein bisschen Zimt. Also damit sie nicht zerfallen, muss die Hitze wirklich niedrig sein, und dann karamellisieren sie auch so schön. Und sind wirklich lecker, und wir essen die alle sehr gern, und auch die Kinder. Ja, selbst die, die nicht so gern Apfel essen, essen dann mindestens ihren Apfel ohne Probleme. Und das Gleiche kann man auch mit Bananen machen. Also auch Bananen kann man ein bisschen anbraten, und die kann man auch zum Beispiel sehr gut mit Eis kombinieren. In dem Fall gab es die pur. Ja, dann ging es für uns an dem Tag nochmal los. Also die Kinder sind zum Sport gegangen. Quentin habe ich ausnahmsweise mal geschafft, aus dem Tragetuch ins Maxi-Cosi zu packen, ohne dass er aufwacht. Also das war auch ein Erfolg. Und ja, nach dem Zurückkommen, da gab es Chili con Carne, das ich schon vorher vorbereitet hatte. Und mit Reis, und das war das Abendessen. Ich finde es schön, dass ich die Kinder wieder zu dem Sport begleiten kann, jetzt langsam. Also dass da die Routine wieder Einzug gefunden hat. Was die Abendroutine angeht, da heißt das Divide and Conquer, also teilen wir es mit meinem Mann auf. Jeder macht einen Teil, also einer saugt ein bisschen und putzt Zähne. Ja, mein Mann bereitet meistens die Brotdosen vor für den nächsten Tag, und einer macht die Küche fertig. Manchmal mache ich das Saugen, ich mache das ganz gerne, weil es Quentin gut gefällt, aber heute schläft er ohnehin schon. Dann heißt das pünktlich sein, damit die Kinder dann zu ihrer abendlichen Fernsehsendung noch kommen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass Quentin ein sehr ruhiges Baby ist und am Abend nicht die Eindrücke des Tages irgendwie verarbeitet und sehr, sehr unruhig wird oder so, sondern er macht eigentlich sehr gut mit bis zum Schluss. Meistens mache ich die Küche sauber, mein Mann macht den Rest. Das heißt einfach nur die großen, großvolumigen Sachen und die Brotdosen, die wasche ich händisch, alles andere kommt in den Geschirrspüler. Und dann werden noch einmal kurz die Flächen sauber gemacht. Und mein Mann, der bereitet sich alles für den nächsten Morgen vor, als Müslischüsseln, Brotdosen und so weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, und das war unser Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.